Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in der Hitzezentrale von Schleswig-Holstein. Ja, es ist furchtbar warm. Ich widerstehe dem Drang, das Ventilationsgerät anzuschalten. Ich habe deswegen auch extra nur die Lampe auf einer Seite angemacht, damit es mir hier nicht zu heiß wird, weil wenn ich beide Lampen anmache, dann ist es hier noch einen ganzen Tick wärmer. Ich hoffe, ich überstehe das Unboxing, ohne hier extreme Anfälle zu haben, aber wir werden sehen. Schmelzwetter für Dicke, das ist immer so. Loot Chest, darum geht es ja eigentlich, die Loot Chest. Ja, Loot Chest, was haben wir? Oh, wir haben, obendrauf haben wir ein Solo-Abenteuer liegen von Pegasus Press, Cthulhu, allein gegen die Flammen. Cthulhu ist natürlich Kult, H.P. Lovecraft, ist übrigens Public Domain, das heißt, es ist inzwischen so alt, dass ihr diesen Charakter und eigentlich auch so ziemlich alle von H.P. Lovecrafts Charaktere, die könnt ihr tatsächlich für eure Fanfiction absolut frei verwenden. Ist vielleicht mal ganz interessant für den einen oder anderen Autor. Das Ganze sieht so aus, als wäre es ein Loot Chest eigenes Produkt, denn auf der Rückseite unten steht groß und breit Loot Chest drauf. Das finde ich ziemlich cool. Na, okay, das ist wieder so ein Ding, das finde ich ziemlich genial. Das kenne ich aus meiner Jugendzeit. Ja, da gab es auch immer so Abenteuer, da hast du dann angefangen zu lesen und irgendwann trittst du an einen Scheideweg, an dem du dich entscheiden musst. Na, und dann steht hier, wenn du jetzt, sag ich mal, den Zaubertrank trinken willst, dann lies weiter auf Seite 17. Wenn du den Zaubertrank nicht trinken willst, dann lies weiter auf Seite 12. Und je nachdem, wie du dich im Laufe des Abenteuers entscheidest, bekommst du eine unterschiedliche Geschichte zu lesen. Meistens ist es damit geendet, dass man relativ früh gestorben ist und von vorne anfangen musste. Aber es ist schön. Ich finde sowas toll. Ist eine super Idee. Ich finde es auch super, dass sowas wieder zurückkommt. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ist schon mal ein klasse Item direkt zum Anfang. Sehr gut, Blue Chest. Ne? Okay, und jetzt wird's schräg. Damit noch nicht ganz. Das ist hier Toxic Waste. Das ist wieder so ein ödes, super, 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 super heftiges Drops-Kaugummi irgendwas Gedöns. Warum ist hier ein Fussel? Warum liegt da eine Wurst? Entschuldigung. Ich habe da nichts mehr zu tun. Wir haben... Ja, so ein Ding hier. Das ist wieder so ein Ding, wo ich sag, ach Mann, ey. Keine Ahnung, ich mag die nicht. Vor allem, weil... für zu Hause, da gibt es angenehmere Trinkbehältnisse, die vielleicht nicht aus Plastik sind. Na, und für unterwegs sind die unbrauchbar, weil na, mit dem Strohhalm und so. Also ich persönlich kann mit diesen Getränkgefäßen überhaupt nichts anfangen. Ich finde die nicht besonders gut. Das ist so, weiß ich nicht. Na, es ist Captain America vorne drauf, also zumindest sein Schild. Er selber ist da nicht drauf. Na, es sei denn, er hat sich optisch sehr stark verändert in letzter Zeit. Und dann... Also die Optik vorne drauf finde ich fantastisch, hier mit den Wings sozusagen, ne? Und hier dem diesem leicht Graffiti-mäßigen Verschmiertem. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also das Motiv ist über jeden Zweifel erhaben. Mir gefällt nur der Artikel nicht, weil ich halt mit solchen Sachen nichts anfangen kann. Ich finde, das ist was für Kinder. Was ja nichts Schlechtes ist. Ne? Wer Kinder hat, der wird sagen, oh toll, ich habe endlich ein Trinkgefäß, das mein Kind nicht auf den Fußboden schmeißt und es ist sofort kaputt. Von daher, okay. Keine Frage, ist in Ordnung, ist super, für mich als, selbst als Fan, nee, ich mag es einfach nicht. Ne? Schlimmer wäre es gewesen, wenn es noch ein Becher oder eine Tasse gewesen wäre, aber ich glaube, da kommen wir gleich zu. Kleiner Teaser, ich hole sie einmal jetzt als nächstes raus, ich habe es schon gesehen, es ist ein, oh, er ist aber ganz witzig, muss man ja dazu sagen, es ist ein Becher, wieder mal, zu Fallout. Fallout-Becher, wir haben ja noch nicht genug Becher in letzter Zeit gehabt, ne? Jede Box... gefühlt hat irgendein Becher drin. Ne? Und jeden Monat gibt es mindestens einen neuen Becher. Das ist, wenn man so das über zig Jahre sieht, ganz cool, weil so ein Becher hält ja auch nicht ewig. Ne? Irgendwann ist der schäbig. Auch wenn man gut damit umgeht, irgendwann sind die schäbig oder es fällt mal einer runter und dann braucht man mal einen neuen. Das hier ist jetzt auf jeden Fall, ne? So würde das aussehen, wenn ich der Fallout Boy wäre. Nein, wie heißt der? Der Vault Boy. Fallout Boy ist noch was anderes. Das ist von Simpsons. Ne? Auf zum Atom! Das Gesicht ist natürlich witzig. Ist das Matthias Schweighöfel eigentlich? Ist der Vault Boy Matthias Schweighöfel? Sieht so aus, oder? Hallo Matthias, na? Na? Ja, ich mag solche Shaped Mugs nicht zum Trinken. Auch wenn es eine Keramikgeschichte ist, ne? Das finde ich schon mal sehr gut. Na? Weil die immer diesen Winkel und diesen Bogen hier oben haben. Da muss man immer so überkippen, damit man sich das reinstülpen kann. Schick sieht das Ding auf jeden Fall aus. Es ist aber wieder mal ein Becher. Ich finde, sowas kannst du wirklich nur für Stifte benutzen oder sowas.
Na, kannst du das ins Zimmer stellen, so zum Trinken sind die eher ungeeignet. Oder pflanzt du da eine kleine Blume rein oder so. Waren auch letztens mal diese Bienendinger drin von einer Weile. Die kannst du hier mit reinpflanzen. So. Das geht auch. Ja, kann man machen. Also, aber es, also wenn schon Becher, dann entweder mit einem sehr coolen Motiv oder einen Shaped Mug, weil sie halt dann für die Stifte. Ne? Ja. Kein schlechter Artikel, aber wieder mal nicht meins. Ne? Diese 3D-Max, ja, ich weiß auch nicht. Fällt der gleich wieder raus, ja, ne? Den dann da wieder in die Packung zu kriegen, dass der da auch drinnen bleibt, ist gar nicht mal so einfach, ich sag euch das. Ja, weil, wenn der so rausfällt, ist das blöd. Egal, das hat euch nicht wirklich interessiert. Das ist, also, wenn's, das sind so meine Belange, ne? Weil ich das ja gleich wieder wegpacke und ich möchte nicht, dass mir dieser Becher ja auf den Fußboden fällt. Ja. Da war mein T-Shirt, das T-Shirt ist grau. Oh, wir haben noch mehr Toxic Waste. Guck mal hier. Da sind sogar insgesamt 3-mal Toxic Waste drin. Sour Candy. Oh, das ist sogar Sour Candy. Das ist gut, das lege ich mal beiseite. Ich mag das sauer, ne? Obwohl mir die Dinger fast schon zu sauer sind. Das ist dann eher so, warum? Warum sollte man das zu sich nehmen, wenn es dann nicht lecker schmeckt? Ne? Aber es ist egal. Es ist halt Sour Candy. Ne? Wäre es jetzt Kaugummi, hätte ich es blöder gefunden. Aber als Candy kann man das so zum Wegrutschen. Was haben wir denn hier? Ah, okay, wir haben ein T-Shirt. Irgendwo kann man das bestimmt auspacken, aber ich check nicht wo. Ich reiße es einfach auf. Es ist ein graues T-Shirt. Das ist an sich nicht so verkehrt. Es ist weich. Es ist graumeliert. Ne, kann man machen. Graumeliert ist okay. Ich trage ja heute auch ausnahmsweise mal nicht schwarz. Ne, aufgrund auch... Oh, es möfft ein bisschen. Das ist auf jeden Fall für die Waschmaschine. Ne? Sollte man eh. Also ein T-Shirt, das du frisch aus der Lootbox ziehst, erstmal waschen. Ne? Da ist noch die Chemie drin. Was ist das? Hawkins. Hawkins, das sehe ich. Hawkins, Indiana. Ja, warum sieht das hier so komisch aus? Achso, guck mal. Das zum Beispiel, ne? Ihr seht hier diese kleinen Fetzen drauf. Das ist zum Beispiel etwas, was ihr runterwaschen müsst. Na, weil das ist, das kommt vom Druck. Na, das geht aber wieder weg, wenn ihr das einfach mal wascht. Hawkins, ja, Stranger Things. Na, kennt ihr vielleicht noch? Stranger Things, mal gehört? Hier sind sie sogar, die Kids. Na, mit Elfie. Na, und die anderen, Mike und na, Dingens, Kirchens, ja. Ein T-Shirt, ein graues T-Shirt, ganz nett, mit einem Stranger Things Motiv. Wer es braucht? Serie ist natürlich toll, kommt auch bald die nächste Staffel, glaube ich. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier eine Postkarte drin. Das ist ja fast ein Motiv, das ich in nächster Zeit einmal bringen wollte. Habt ihr mir das jetzt gemobst? Es ist ein Loki, eine Loki-Postkarte, wo man halt die Klamotten und den Helm von Loki sieht. Ja, schön so ein bisschen so, ne, so wie so ein Graffiti mehr oder weniger gemacht. Gefällt mir persönlich ganz gut. Finde ich schön. Ist eine schöne Postkarte. Gefällt mir Loki-Postkarte. Ne? Ich wollte gerade sagen, haben wir sehr viel Marvel-Zeug hier drin, ist aber Quatsch. So, dann haben wir... Oh, da ist noch mehr. Ah, ne, das ist Lootbook. Wir haben das neue Zauberwelten. Das ist etwas, was in fast allen Lootboxen irgendwann mal auftaucht. Das sind die Neuausgabe von Zauberwelten. Es ist halt ein Magazin für Fans von Fantasy-Geschichten. Ne? Und eigentlich ist das aber auch für alles. Also inzwischen, ne, also meistens sind hier solche Werbungen drin für irgendwelche Firmen, die irgendein Zeug bringen für LARPs und Co. Ne? Und dann habt ihr aber auch hier solche Sachen wie einfach mal irgendwelche Spiele, die da vorgestellt werden, irgendwelche Filme, die vorgestellt werden, irgendwelche Brettspiele, irgendwelche Romane. Also es ist halt schon wirklich so ein, ja, ein Magazin einfach für Looter. Ich find's gut, ich mag das immer sehr, sehr gerne. Na, meistens habe ich aber 2 bis 3 Ausgaben von jeder Ausgabe, weil es einfach überall drin ist. Finde ich aber ein gutes, ist ein gutes Item. Ist ein guter Artikel, weil da hast du ein bisschen was zu lesen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Gefällt mir gut. So, und jetzt haben wir ja noch einen Artikel drin. Ein Artikel, und das ist keine Tasche, keine Competition. Es ist eine Game of Thrones Lunchbag oder Lunchbag. Bei Game of Thrones weiß man nicht so, ob es Lunch oder Lunch ist. Die kann man so halten, ne? Ja, und da steht halt auf der einen Seite Game of Thrones. Und auf der Rückseite sind hier die ganzen Symbole von irgendwelchen Häusern. Ne? Was haben wir hier? House Stark, dann hier Targaryen, dann hier die Wassermenschen da.
Gott, das ist schon so lange her wieder. Naja, bist schon Greyjoy, etc., etc. Ne? Dann hier Lannister und wie sie alle nicht heißen. Ne? Hier ist auch noch die Hirschkuh ist hier auch noch, oder der Hirsch ist hier Dingens hier, wie heißt er hier? Baratheon. Sie sind halt alle mit drauf. Ne? Schick. Das finde ich schon schick. Das gefällt mir. Ne? Und ich mache die Tasche mal auf. Wir machen mal die Tasche auf. Sie hat einen Reißverschluss und da ist dann... Die wird wahrscheinlich auch einen gewissen Kühleffekt haben, vielleicht. Weiß man nicht, weil es ist ja eine Lunchbox. Ne? Einen Lunchback. 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 Ihr dürft aber auch andere Sachen da reinmachen. Also ihr seid jetzt nicht verpflichtet, hier zwingenderweise nur euer Mittagessen reinzumachen. Ne? Also eure belegten Brote müsst ihr nicht unbedingt da reinmachen. Ihr könnt auch andere Sachen da reinmachen. Tatsächlich ist diese Tasche verschieden einsetzbar. Ne? Ja. Für den Game of Thrones Fan gibt es hier mal wieder was. Da könnt ihr dann hier, keine Ahnung, irgendwas reinmachen. So, das war's. Das war der Inhalt der Box. Es wird auch jetzt gerade furchtbar warm hier. Kinders, Okay. In der Mitte haben wir wie immer ein altes T-Shirt-Motiv als Poster. Ne, als gefaltetes kleines Mini-Poster, wenn ihr das haben wollt. Na, dann haben wir hier die Infos über die Sachen. Wir haben das Hawkins-T-Shirt, die Lunchbag für 15 Euro, T-Shirt auch für 15 Euro. So ein Becher kostet 10er. Na, das Cthulhu-Magazin hier, na, also das Cthulhu-Buch kostet auch ein 10er, allein gegen die Flammen. Finde ich aber super. Die Postkarte ist gratis, das Zauberwelten-Magazin ist wie immer gratis, die Snacks sind wie immer gratis und das Plus-Item, das habt ihr nur, wenn ihr die Plus-Box habt. Ja, wenn ihr Plus, wer kein Plus hat, hat kein Plus. Dementsprechend habt ihr hier für 12,95 Euro einen Becher mit dabei. Ich glaube, Plus-Upgrade kostet irgendwie 5 Euro. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall was Tolles für euer Geld. Ne? Da kann man nicht meckern. Nur irgendwie... Nee, so rausfallen kann das doch nicht. Gut. Egal. Dann haben wir noch andere Looter. Kenne ich da irgendwen? Nee, kenne ich alle nicht. Und ansonsten, die Ultimate-Geschichten werden hier angekündigt. Da warten die ja gerade auf die Herr-der-Ringe-Box, die aber nicht rauskommen kann, weil die Resident-Evil-Box noch nicht verschickt ist, weil da irgendwie noch ein Artikel fehlt. Kriege ich aber nicht, wird hier nicht gezeigt, dementsprechend auch nicht ganz so wichtig. Vorne drauf wieder mal House Stark. Haben die nicht jeden Monat momentan House Stark? Ich habe das Gefühl, es ist immer House Stark drauf seit Monaten. Vielleicht täusche ich mich da auch. Na, die Erinnerung trügt. Ja, sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von dieser Loot-Chest-Box haltet. Das interessiert mich sehr. Na, ansonsten wisst ihr, Loot Chest könnt ihr bestellen. In der Videobeschreibung ist ein Link. Das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Link, der mir was bringt oder der euch was bringt. Das ist einfach nur der Link zu der Webseite. Ich danke wie immer recht herzlich Loot Chest und Game of Thrones Germany, der Facebook-Seite, wo ihr gerne auch mal vorbeischauen könnt, na, dafür, dass ich diese Box jeden Monat zeigen darf. Jo, dann Abo, Daumen, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Macht es gut. Tschüss.